Dark Showdown Fatoner Turnier Finale. Magdem vs. Marco 103. Magdem. Ich liege auf einem zerschlissenen braunen Ledersofa und werde eindringlich von einem untersetzten Mann mittleren Alters mit Hornbrille beobachtet. In seinen Händen eine Mappe mit Informationen über meine Persönlichkeit und sein Kopf befindet sich in einem leicht irritierenden Zustand eines konstanten, leichten Nickens, während ich ihm meine Situation schildere. Ich erzähle ihm nichts von Belang, nur Bagatellen über meine täglichen Routinen und meine Arbeit. Da wäre auch nichts Großes zu erzählen. Mein Leben ist das eines Aktenschiebers aus einem Großraumbüro. Alles in allem ist meine Lebensgeschichte also in den Ohren meines Zuhörers nur eine Geschichte wie jede andere. In seinen Augen kann ich sehen, dass er diese Ausführung schon tausendmal gehört hat und dass es ihn immer noch genauso wenig interessiert wie beim ersten Mal. Es war auch nicht meine Idee, hierher zu kommen. Ich hasse solche Orte, die nach Selbstmitleid und Tränen riechen. Meine Frau jedoch hat anscheinend in meinem Verhalten der letzten paar Monate Anzeichen von Stress und Unkonzentriertheit erkannt. Ich persönlich halte dies für Schwachsinn und verfluche mich nun innerlich, dass ich ihren Bitten nachgegeben und zum Seelenklempner ihres Vertrauens gefahren bin. Ich schließe die Erzählung meines ereignislosen Lebens ab. Keine interessanten Stellen, nur ein konstantes Spannungsloch. Mein Nebenmann räuspert sich, reibt sich die Augen und setzt sich wieder gerade hin. Ich muss zugeben, dass ich bei meiner Geschichte auch eingeschlafen wäre. Aus seiner dicken Mappe holt er einen Stapel von dicken Blättern. Auf jedem scheint ein abstraktes Kunstwerk abgebildet zu sein, doch ich kann es nicht genau erkennen. Nun, danke, dass Sie sich mir anvertraut haben, Mr. Johnson. Ein Allerweltsname, ich hasse ihn. Johnson, genau. Nun, ich habe für diese Sitzung ein paar Bilder mitgebracht. Eine neue Art der Psychoanalyse. Sie sind einer der ersten, mit denen ich diese Methode durchführe. Er wedelt mit den bereits teilweise vergilbten Blättern in der Hand umher. Es nennt sich Rorschach-Test. Es läuft wie folgt ab. Ich zeige Ihnen eines dieser Bilder, darauf wird ein abstraktes Motiv zu sehen sein. Jeder sieht in diesen Formen etwas anderes. Mag es für mich ein Schmetterling sein, kann es für Sie einen Baum darstellen. Also, ich werde Ihnen eines dieser Bilder zeigen. Und Sie werden mir das erste Wort sagen, welches Ihnen in den Sinn kommt. Ich nicke, um meinem Gegenüber zu vermitteln, dass ich die Spielregeln verstanden habe. Sehr gut, sehr gut. Nun, was sehen Sie auf diesem Bild? Er hält eines der Papiere hoch. Darauf ist ein Arrangement verschieden großer, schwarzer Flecken zu sehen, welche in der Mitte gespiegelt zu sein scheinen. Auf den ersten Blick kann ich diesem Bild nichts zuordnen, nur ein Durcheinander von Punkten und Flecken. Doch je länger ich auf dieses Bild schaue, desto stärker nimmt es Konturen an, gewinnt es an Kontrast. Vor meinem inneren Auge sehe ich meinen Hund, Rusty. Ich muss damals ungefähr 10 Jahre alt gewesen sein. Rusty, ein Golden Retriever, lag auf der Couch und badete sich im Licht der einfallenden Sonnenstrahlen, währenddem ich auf dem Boden davor saß und meinen Freund beim Schlafen bewachte. Kinderliebe ist das Wort, welches zuerst meinem Mund entkommt. Mein Psychiater macht sich eifrig Notizen und zeigt mir das nächste Bild. Dieses Mal erscheint es mir klarer, ich brauche nicht besonders lange, bis ich einen passenden Moment in meiner Erinnerung gefunden habe. Die Punkte und Kleckse verbinden sich vor mir zu einer Szenerie aus meiner Jugendzeit. Es war später Sommer und ich saß mit einem Mädchen zusammen auf einem kleinen Hügel. Wir waren von der Party eines Freundes abgehauen und genossen nun gemeinsam den Sonnenuntergang. Der Himmel färbte sich immer roter und die Grillen fingen an zu zirpen. Wunderschön, murmelte ich leicht verträumt. Abermals macht mein Gegenüber sich Notizen und zeigt mir sogleich das nächste Bild. Auf dem Bild sehe ich das Ehebett meiner Eltern, sie beide schlafen darin,
Ihre Körper bewegen sich leicht unter der Decke bei jedem Atemzug. Der Raum ist in Dunkelheit gehüllt. Nur ich, ein kleiner Junge von 5 Jahren, stehe da und beobachte die beiden, wie sie friedlich träumen. Friedlich ist meine Antwort auf diese Szenerie. Gut, gut, sagt mein Psychiater leise in sein Bart und kramt das nächste Bild hervor. Vor mir sehe ich 2 längliche Flecken. Sie formen sich in meinen Gedanken zu Grabsteinen. Ich, knapp 18 Jahre alt, stehe davor. Ich kann meine Situation nicht vollkommen verstehen. Finde komischerweise keine Trauer. Um mich herum, Freunde und Verwandte, dichten Regen. Die Tropfen prallen auf meine Wangen auf und bilden somit mein Substitut für Tränen. Gewitter, sage ich tonlos. Das nächste Bild wird mir unter die Nase gehalten und ich verstumme. Meine Erinnerungen schweifen ab in eine Zeit, an die ich mich nicht zurückerinnern wollte. Ich stehe abermals im Zimmer meiner Eltern, nun als 17-Jähriger. Vor mir die ruhigen Körper meiner Eltern auf ihrem Ehebett, der Raum in Dunkelheit gehüllt, und ich stehe da, betrachte mein Werk. Langsam tropft das Blut vom Bettrand und bildet auf dem Fußboden eine Lache. Die blutgetränkten Kleider entsorgt und das Messer meinem Vater in die Hand gedrückt, betrachte ich nun diese Szenerie, verinnerliche die Schönheit dieses endgültigen Augenblicks. Familienleben, lasse ich schlussendlich verlauten und schaue meinem Psychiater direkt in die Augen. Ich kann in diesen nur ein kleines Interesse auf Keim sehen. Kurz blinzelt er und macht sich seine Notizen. Kommen wir also zum letzten Bild, sagt er, räuspert sich kurz und zeigt mir besagtes letztes Bild. Ich erkenne eine Person, meine Frau. Sie liegt auf dem Boden, ihre Haare blutgetränkt und ihre Augen ins Leere starrend, blickt sie mir ein letztes Mal entgegen. In ihrer Hand der Telefonhörer, von dem jedoch nur das Freizeichen ertönt. Um sie herum unser zerstörter Haushalt, Bücher, Glasscherben und zertrümmerte Möbel. Ich stehe aufrecht vor dem Körper meiner Frau und reinige meine Brille von den Blutflecken. Da ist er wieder. Ein Moment voller Endgültigkeit. Leise lächelnd sehe ich meinem Psychiater direkt ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob er meinen Gesichtsausdruck zuordnen kann oder nicht. Morgen. Marco 103. Ich liege auf einem zerschlissenen braunen Ledersofa und werde eindringlich von einem untersetzten Mann mittleren Alters mit Hornbrille beobachtet. In seinen Händen eine Mappe mit Informationen über meine Persönlichkeit. Und sein Kopf befindet sich in einem leicht irritierenden Zustand eines konstanten leichten Nickens, während ich ihm meine Situation schildere. Ich erzähle ihm nichts von Belang, nur Bagatellen über meine tägliche Routine und meine Arbeit. Da wäre auch nichts Großes zu erzählen. Mein Leben ist das eines Aktenschiebers aus einem Großraumbüro. Alles in allem ist meine Lebensgeschichte also in den Ohren meines Zuhörers nur eine Geschichte wie jede andere. In seinen Augen kann ich sehen, dass er diese Ausführung schon 1000 Male gehört hat und dass es ihn immer noch genauso wenig interessiert wie beim ersten Mal. Es war nicht meine Idee, hierher zu kommen. Ich hasse solche Orte, die nach Selbstmitleid und Tränen riechen. Meine Frau jedoch hat anscheinend in meinem Verhalten der letzten paar Monate Anzeichen von Stress und Unkonzentriertheit erkannt. Ich persönlich halte dies für Schwachsinn und verfluche mich nun innerlich, dass ich ihren Bitten nachgegeben und zum Seelenklempner ihres Vertrauens gefahren bin. Ich schließe die Erzählung meines ereignislosen Lebens ab. Keine interessanten Stellen, nur ein konstantes Spannungsloch. Mein Nebenmann räuspert sich, reibt sich die Augen und setzt sich wieder gerade hin. Ich muss zugeben, dass ich bei meiner Geschichte auch eingeschlafen wäre. Aus seiner dicken Mappe holt er einen Stapel von dicken Blättern. Auf jedem scheint ein abstraktes Kunstwerk abgebildet zu sein, doch ich kann es nicht genau erkennen. Nun, danke, dass Sie sich mir anvertraut haben, Mr. Johnson. Ein Allerweltsname, ich hasse ihn. Johnson, genau. Nun, ich habe für diese Sitzung ein paar Bilder mitgebracht. Eine neue Art der Psychoanalyse.
Sie sind einer der Ersten, mit denen ich diese Methode durchführe. Er wedelte mit den bereits teilweise vergilbten Blättern in der Hand umher. Es nennt sich Rorschach-Test. Es läuft wie folgt ab. Ich zeige Ihnen eines dieser Bilder, darauf wird ein abstraktes Motiv zu sehen sein. Jeder sieht in diesen Formen etwas anderes. Mag es für mich ein Schmetterling sein, kann es für Sie einen Baum darstellen. Also, ich werde Ihnen ein Bild zeigen und Sie werden mir das erste Wort sagen, welches Ihnen in den Sinn kommt. Ich nicke, um meinem Gegenüber zu vermitteln, dass ich die Spielregeln verstanden habe. Sehr gut, sehr gut. Nun, was sehen Sie auf diesem Bild? Er hält eines der Papiere hoch. Darauf ist ein Arrangement verschiedener großer schwarzer Flecken zu sehen, welche in der Mitte gespiegelt zu sein scheinen. Auf den ersten Blick kann ich diesem Bild nichts zuordnen. Nur ein Durcheinander von Punkten und Flecken. Doch je länger ich auf dieses Bild schaue, desto stärker nimmt es Konturen an. Gewinnt es an Kontrast? Vor meinem inneren Auge sehe ich meinen Hund, Rusty. Ich muss damals ungefähr 10 Jahre alt gewesen sein. Rusty, ein Golden Retriever, lag auf der Couch und badete sich im Licht der einfallenden Sonnenstrahlen, während ich auf dem Boden davor saß und meinen Freund beim Schlafen bewachte. Kinderliebe ist das Wort, welches zuerst meinem Mund entkommt. Mein Psychiater macht sich eifrig Notizen und zeigt mir das nächste Bild. Dieses Mal erscheint es mir klarer. Ich brauche nicht besonders lange, bis ich einen passenden Moment in meinen Erinnerungen gefunden habe. Die Punkte und Kleckse verbinden sich vor mir zu einer Szenerie aus meiner Jugendzeit. Es war später Sommer und ich saß mit einem Mädchen zusammen auf einem kleinen Hügel. Wir waren von der Party eines Freundes abgehauen und genossen nun gemeinsam den Sonnenuntergang. Der Himmel färbte sich immer roter und die Grillen fingen an zu zirpen. Wunderschön, murmle ich leicht verträumt. Abermals machte mein Gegenüber sich Notizen und zeigte mir sogleich das nächste Bild. Auf dem Bild sehe ich das Ehebett meiner Eltern. Sie beide schlafen darin, ihre Körper bewegen sich leicht unter der Decke bei jedem Atemzug. Der Raum ist in Dunkelheit gehüllt. Nur ich, ein kleiner Junge mit 5 Jahren, steht da und beobachtet die beiden, wie sie friedlich träumen. Friedlich ist meine Antwort auf diese Szenerie. Gut, gut, sagt mein Psychiater leise in seinen Bart und kramt das nächste Bild hervor. Vor mir sehe ich 2 längliche Flecken. Sie formen sich in meinen Gedanken zu Grabsteinen. Ich, knapp 18 Jahre alt, stehe davor, kann meine Situation nicht vollkommen verstehen, empfinde komischerweise keine Trauer. Um mich herum Freunde und Verwandte in dichtem Regen. Die Tropfen prallen auf meinen Wangen auf und bilden somit mein Substitut für Tränen. Gewitter, sage ich tonlos. Das nächste Bild wird mir unter die Nase gehalten und ich verstumme. Meine Erinnerungen schweifen ab an eine Zeit, an die ich mich nicht zurückerinnern wollte. Ich stehe abermals im Zimmer meiner Eltern, nun als 17-Jähriger. Vor mir die ruhigen Körper meiner Eltern, auf ihrem Ehebett, der Raum in Dunkelheit gehüllt. Und ich stehe da, betrachte mein Werk. Langsam tropft das Blut vom Bettrand und bildet auf dem Fußboden eine Lache. Die blutgetränkten Kleider entsorgt und das Messer meinem Vater in die Hand gedrückt, betrachte ich nun diese Szenerie. Verinnerliche diese Schönheit dieses endgültigen Augenblicks. Familienleben, lasse ich schlussendlich verlauten und schaue meinem Psychiater direkt in die Augen. Ich kann in diesem nun ein kleines Interesse aufkeimen sehen. Kurz blinzelt er und macht sich seine Notizen. Kommen wir nun also zum letzten Bild, sagt er, räuspert sich kurz und zeigt mir besagt letztes Bild. Ich erkenne eine Person, meine Frau. Sie liegt auf dem Boden, ihre Haare blutgetränkt und ihre Augen ins Leere starrend, blickt sie mir ein letztes Mal entgegen. In ihrer Hand der Telefonhörer, von dem jedoch nur das Freizeichen ertönt. Um sie herum unser zerstörter Haushalt, Bücher, Glasscherben und zertrümmerte Möbel. Ich stehe aufrecht vor dem Körper meiner Frau und reinige meine Brille von den Blutflecken. Da ist er wieder. Ein Moment voller Endgültigkeit. Leise lächelnd sehe ich meinem Psychiater direkt ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob er meinen Gesichtsausdruck zuordnen kann oder nicht. Morgen. Wen von den beiden fandet ihr besser?